Herzlich willkommen alle zusammen zu einem weiteren Teil von unserem Let's Play Together. Heute mit unserem ersten Cast, Taika H. Sag mal was. Jo, hi. Ich bin auch mal wieder dabei. Hey, das reimt sich. Schon bekannt aus unserem Let's Show. Und natürlich Yizuma alias Schoppel. Servus. Unser Garant für den Death Counter. Also Teil, ich weiß nicht, ob du den Teil gesehen hast. Yizumas Death Counter steht bei 6. Also du musst dich schon sehr dumm anstellen, damit das den einen. Das krieg ich hin. Na ja, komm mal mit hier mit mir. Ja, ich komme. Weil hier drüben in der Kiste liegt, glaube ich, noch Zeug rum. Ich brauche mindestens ein Schwert und. Naja, schauen wir mal. Aber kein Holz. Holz kriegst du. Oh, und ich leg dir mal 32 Holz rein. Kann mir auch selbst schon welches farmen. Sollst du nicht als armer Hilfsarbeiter hier ausgenutzt werden? Hey, wir hatten eine Abmachung, ja. Bitte? Wir hatten eine Abmachung, so billig wie geht. Ja, ich benutze ja auch nicht meine Freundin als billige Arbeitskräfte auf meinem Server. Ne? Oh, und es regnet, wie nervig, da gehe ich lieber in den Schnee. Ich gehe jetzt erstmal wieder meine Lieblingsbeschäftigung nach, Schafe suchen. Ey. Ja, du musst wissen, auf irgendwie Schafe sind hier so selten wie Diamanten. Okay, ja, im Dschungel ist es auch irgendwie nicht ungewöhnlich. Aber irgendwie sehe ich jetzt auch gerade nicht, wo du das Holz abgelegt hast, ja. In die Kiste, mitten rein. Echt? Ja. Ah, das ist so braun wie Dirt. Alles klar, ich sehe schon. Das ist so braun wie Dirt, das ist gutes Tannenholz. So. Sehr kostspielig in der Herstellung. Ja, musst du eine ganze Tanne verfallen. Fallen. Ja, genau. Töten. Hab ich heute mal wieder einen tollen Tanne. Sprachfehler. Das ist klasse. So, dann baue ich mir erstmal irgendwelche Stangen und bin zufrieden fast. Was wollten wir jetzt eigentlich? Wo sind wir stehen geblieben das letzte Mal? Wir haben immer fleißig an einem Holz weiter gebaut. Du bist gestorben und gestorben. Und ich habe endlich Schafe für Betten gefunden. Allerdings hätte ich mir markieren sollen, mal wo. So, was darf ich eigentlich tun hier? Du darfst machen und tun, was du möchtest. Du kannst vor allem Creeper entdecken. Das solltest du möglichst vermeiden. Unterm Haus, ich bin gleich mal wieder raus. Unterm Haus. Ja, du kannst uns helfen bei der Rohstoffversammlung. Du kannst ein eigenes kleines Projekt machen, wo wir dann immer sagen, ja, das hat uns Teil gebaut und. Dieses Loch hat er gesprengt. Da ist was explodiert. Ich war's nicht. Ich bin brav. ja, ich werde, glaube ich, erstmal ein bisschen Holz farmen gehen, weil. Ja. Holz ist. Da wir ein Holzhaus bauen, irgendwie komischerweise immer Mangelware. Und meistens wird auch nur ich Holz holen geschickt. Darf ich mir eine Eisenaxt bauen? Ja, nein. Das hatte ich auch schon vor. Leute, kennt ihr das? Ich baue mir ihr mal habt eine Information. Ihr wisst diese Information. Aber trotzdem sprengt man ein Loch in den See. Sehr schön. Ich gehe mal Holz farmen. Was hast du schon wieder getan? Wieso? Gar nichts. Ist alles in Ordnung. Das passt schon alles. Irgendwie. Ich habe immer Angst, wenn ich so aus das Haus verlasse, dass ich wieder zurück, wenn ich wieder zurückkomme, dass es brennt, lichterloh. Nein. Das ist wie so ein Elternpaar, wenn man das erste Mal seine kleinen Kinder zu Hause lässt. Die fuckt dann auch bestimmt das Haus ab, wenn man es alleine lässt. Ja. Was tun kleine Kinder, wenn sie das erste Mal zu Hause alleine sind? Es kommt ganz allein auf die Erziehung drauf an, ne? Naja, es kann ja auch ein Unfall passieren. Ja. Unfälle passieren. Leider ja. Gottes, ja. So. Ich hoffe, du musstest das wissen. Ah, hier, Schaf. Ich weiß es mehr als zu gut, glaube ich. Die Frage ist doch, ob der Unfall dann, ob der Unfall einen Unfall verursacht hat. Sogar ein Unfall. Ja. Wenn du weißt, wie ich das jetzt gemeint habe. Unfallkettenreaktion. Naja. Wir kennen es nicht, demnächst nicht mehr Domino Day, sondern
Unfall-Day. Der Unfalltag? Hm. Ja, eigentlich schon dumm ist Unfall. Eigentlich müsste es ja schon Unfalltag sein. Ah, verdammt. Holzhacken bei so hohen Bäumen ist echt gefährlich. Boah. Ja, vor allem, wenn man runterfällt. Das hat man noch nicht. Du bist doch von keinem Baum runtergefallen. Du bist schon ertrunken, du bist schon erschossen worden, von Zombies verbrüht worden, die Luft gesprengt worden, aber von einem Baum bist du noch nicht gefallen. Challenge accepted, oder was? Schaut mir das alles auf. Aber ich muss lieber jetzt zu ihm sein. Das letzte Mal war er dann schon ziemlich angefressen. Ich misch mich in eure Beziehungsprobleme nicht ein. Oh. Ganz klar. Darauf haben wir uns auch schon geeinigt. Er ist die Frau. Gut, das ist doch gut. Solange du putzen sollst, ist mir das egal. Ich bin immer der Mann, ich muss jagen, Rohstoffe reinschlafen und er verliert sie wieder. Ja. Indem er von Bäumen springt. Da merkst du, die Ironie, er hat was gegen Frauen. Was das ich? Ich habe nichts gegen kaputt. Frauen, zumindest nichts, was hilft. Der war, glaube ich, böse. Ja, flamed mich, ich hab's verdient. Ja, würde ich auch behaupten. So, ich lege ein bisschen Holz in die Kiste, dass wir alle was davon haben. Da muss aufpassen, das ist halt schon eine schöne Idee. Ja, passt schon. Ich laufe gerade momentan nur hin und her, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Jetzt könnte ich ja gemein sein wieder. Ich würde vorschlagen, auf Bäume klettern. Ach Gott, hab ich noch viel Holz, sehe ich gerade eben. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe das für Sand gehalten, dabei ist es Birkenholz. Okay. Was macht ihr eigentlich, um Essen zu haben? Im Moment. Also ich gehe immer an den Ofen und nehme mir dann die Steaks raus, die er gejagt hat. Ja. Ja, okay. Doch. Das trifft so ungefähr, ja. Ah, I see. So. Hier, du kriegst jetzt erstmal dein eigenes Bettchen. In der oberen Etage. Jetzt gleich mal mit. Schön, Doppelbett. Nein, ich würde nicht mit dir kuscheln. Ach man. Nein. Oh, wie sieht das? Er kennt meinen spanischen Namen. Der steht ja auch über den Kopf geschrieben. Ja, der Account ist schon ein bisschen älter. Hey, dann darf ich schlafen. Ja. Kostet 20 Euro die Nacht, also überlegst du. Hm? Frühstück ist nicht dabei. Verdammt. 20 Euro die Nacht, da muss ich hab gedacht, das wären die GEMA-Gebühren dafür, dass wir ihn aufnehmen dürfen. Achso, ja gut, dann hat er eine Nacht frei. Ja, und wieso hast du eigentlich hier noch nicht die Treppe weitergebaut, dass wir mal ein bisschen weiterbauen können? Wo denn? Was denn? Wie denn? Ja, hier oben. Du hast doch da oben alles zugemacht. Ja, dann machst du wieder auf. Ach, jetzt auf einmal. Letztes Mal hast du dich beschwert. Gar nicht, dein komisches Glaspalast hab ich mich beschwert. Ja. Weil er zur falschen Seite gegangen ist. Ja, ja. Wie ein altes Ehepaar. Sag das böse Wort nicht. Altes Ehepaar. Ist nur lieb gemeint. So. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie in Lost. Eine Insel? Und komische Typen drauf. Ja, komische Typen. Dann lauter Sachen, die einen umbringen wollen. Naja, jetzt noch nicht, aber später vielleicht. Ja, wir können im Dunkeln. Also die Chancen, dass ich jetzt was umbringen will, hören sich gerade nicht an. Und vor allem Urwald. Ganz, ganz wichtig.
Die schlimmsten Sachen im Lost passieren immer im Urwald. Alles nur Erfindungen. Einbildung. Genau, mir ist gerade nicht eingefallen. So, wir bräuchten aber wirklich mal so langsam was, sowas wie eine Farm. Also sollten wir nicht im Schneeteil bauen. Mir soll ich mal schlafen können, weil es ist abends. Was ist da dran schlimm? Theoretisch nicht. Aber wir können mal schon schlafen, dass der Regen aufhört und dass mal wieder Tag wird und Ich komme ja schon. Aber wird ihm jemand liegt zu mir ins Bett, ey. Weißt du, wenn man mit hinten an der Wand schläft, dann. Ja, Punkt, 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 Punkt. Ich hab keine Wand. Tja! Ah, verdammt! Verloren! Das ist so witzig. So. Ist egal. Das ist unheimlich. Mir fällt gerade auf, ich habe keine Fackeln. Ja, soll ich vielleicht mal. Jetzt muss ich kurz herausfinden. Drei breit. Eins, zwei, drei. Verdammt. Oh Mann, ey. Alter. Was denn? Reißen nach unten schon wieder. Schobel wurde von Kista erschlagen. Die Summa bricht sich arm beim Craften, kommt gleich. Hör mal doch mal coole Minecraft-Meldungen. Ich will sowas haben. Oh, ja, ja. Bis du mal verreckst und dann sehen wir. Dann habe ich immer noch 5 frei. Was bist denn du jetzt? Wo seid denn ihr? Ich buddel gerade ein Loch. Versteckt uns von dir. Buddelt ein Loch. Ja, ich buddel ein Loch. Gräbt sich sein eigenes Grab. Ich wollte es, ja. Okay, ja, er hat es gesagt. Wärst du mal so vorsorglich gewesen, hätten wir jetzt schon 6 Löcher. Ich brauche jetzt unbedingt Fackeln. Aber ich weiß nicht, wo ich Kohle herkriege. Habe ich im Metall. Du kannst ja auch ein paar. Nee, ich glaube, unten in der Höhle, wo ich dir die gezeigt habe, die Kiste, da müssten eigentlich noch welche liegen. Also Kohle. Ja, ich guck mal. Ne? Ja, oder du klaust es ja einfach aus den Öfen raus. Da lege ich dann schon wieder. Nein. Ich tue mal Essen noch rumtransferieren. Ich tue schnell Holzkohle machen, das reicht mir ja zum Fackeln machen. Ja, ich will ja eine Kartoffel haben, aber eine Kartoffel kriegt man nicht so leicht. Weil ich finde Baked Potatoes ist die ultimative Nahrung in Minecraft. Ich habe Essen in die Kiste reingelegt, wenn jemand Essen sucht. Das finde ich gut. Und schon ist es wieder weg. Ja, siehst du, ich habe genau gewusst, wer da zuerst reinguckt. Essen? Essen? Vor allem freut sich über die ganzen Steaks und fragt dann, hä, wo hast du die Rüstung? Ja, wer hat denn gerade im anderen das Steaks gefressen? Hast du geglaubt, da wäre kein Leder dran? Oh Mann. Hier tust du dir was an, ne? Ach du, ich bin vieles gewöhnt, keine Sorge. Ja, ich muss mein Herz mal ausschütten. Solange kein Salatöl im Spiel ist, ne? Oh, du hast jetzt nicht wirklich den Salatwitz in meinem Let's Play, in unserem Let's Play together gebracht. Doch, hab ich. Nein! Das versteht eh keiner. Ja, ja, bis auf die paar, wo. Die Gedanken schwirren jetzt in meinem Kopf herum. Glaub mir einfach, du möchtest es nicht wissen. Du möchtest es nicht wissen. Du möchtest nicht unsere Balkongespräche wissen auf der Arbeit, nein, das möchtest du nicht. Du machst es jetzt gerade nicht besser, wenn ich es mal so sagen darf. Ein Stolz, jetzt werde ich Wochen und Monate lang damit gequält. Ja. Habe ich aber wenigstens was erreicht. Wahrscheinlich erzählt das dann ein Virtual Diva und die dann fängt dann so ganz lieb und nett, nicht so wie Schrubel, dann so ganz plump.
Dann bin ich auch noch in der Verfügung, um das auszuplaudern. Ich weiß, wie ich an meine Informationen komme. So, das sieht doch schon mal sehr schön aus hier. Es wird aber dunkel. Wenn du eine Schere nimmst, dann... Dann habe ich zwei Eisen verschwendet, um...